mitzuholen. Was macht ihr? 10 Pfennig. Mein Name passt in der zweiten Klasse mal heute. Oh, im Schlamm. Halt, die Zeitung sind beschlagnahmt. Wie viele Stück sind das? 40. Was ist denn los? Warum nehmen Sie sie weg? Da geht sie ja nichts an. Also 40 Stück? Jawohl. Und wer ersetzt mir den Schaden? Ja, damit melden Sie auch im Revier. Was war denn los? Das scheint dem allergnädigsten Landesherrn wieder mal das Temperament durchgegangen zu sein. Er hat wieder eine Rede gehalten. Wer? Na, der da. Was heißt, er soll es gesagt haben? Haben Sie die Rede gehört? Nee, aber gelesen. Um Gottes Willen, die Zeitung ist doch beschlagnahmt. Ich verstehe das überhaupt gar nicht. Wie kann man eine Zeitung beschlagnahmen, nur weil sie die Rede unseres allergnädigsten Landesherrn drückt? Tja, aber Sie hätten mal diese aufreizenden Unterstreichungen sehen sollen. Unser Staatsanwalt ist ja noch nicht da, da kann ich es Ihnen ja ruhig mal zeigen. Ich habe nämlich noch ein Exemplar erwischt. Ach, ist ja interessant. Zeigen Sie doch mal hier. Toll, was? Ja, 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 ja. Das ist das reinste Mittelalter. Psst. Vorsicht. Guten Abend, meine Herren. Guten Abend, Herr von Trasko. Lassen Sie sich bitte nicht stören. Was haben Sie denn da Gutes? Nicht für Sie, Herr Staatsanwalt. Dürfen Sie gar nicht wissen. Will ich auch gar nicht. Frau Tigges, eine Wähle nach. Wieso nicht? Ich finde, man kann ruhig darüber sprechen. Herr Staatsanwalt. Lassen Sie sich das gefallen? Besserwisser hat er uns genannt. Damit meint er natürlich nur diejenigen, die so am Stammtisch herumreden. Und Stänker hat er gesagt. Stänker. Und das geht auf uns alle. Fühlen Sie sich getroffen? Naja, in dem Punkt haben wir wohl alle kein reines Gewissen. Das hat mit Gewissen nichts zu tun, sondern mit Kritik. Nach Paragraph sowieso der Verfassung haben wir das Recht. Nicht wahr, Herr Justizrat? Jawohl, das Recht der freien Meinungsäußerung. Und die lassen wir uns nicht. Na, sagen Sie es ruhig. Wir lassen uns nicht das Maul verbieten. Was meinen Sie dazu, Herr Staatsanwalt? Ich halte mich nicht für berufen, die Worte unseres allergnädigsten Landesherrn einer Kritik zu unterziehen. Aber vielleicht können Sie uns ein bisschen aufklären. Was ist das mit dem Goethe-Wort? Haben Sie was gegen Goethe? Jawohl, Goethe ist immer verdächtig. Vielleicht meint er das große Goethe-Wort. Von Goethe ist alles groß. Nein, das ganz Große. Sie meinen doch wohl nicht das aus dem Götz von Berlichingen? Jawohl, natürlich. Götz von Berlichingen, das ist es, das passt. Sie meinen die Stelle, die in unseren Schulausgaben weggelassen wird? Die mit den Pünktchen? Ja. Ja. Du sagen Sie mal selbst, Herr Staatsanwalt. Finden Sie das nun richtig? Solche Pünktchen in allerhöchstem Munde? Ich möchte mich darüber hier nicht äußern. Kann er auch nicht. Sehen Sie, meine Herren, so ein Staatsanwalt ist ein armes Luder. Der darf keine Meinung haben. Seine Meinung bekommt er amtlich vorgeschrieben, die erscheint wöchentlich im Ministerialblatt. Und was er sich nebenher so in tiefster Seele ganz privat ihm denkt... Das geht Sie einen Quark an, meine Herren. Und ist auch Nebensache. Absolut Nebensache. In erster Linie ist man Staatsbürger. Jawohl, meine Herren. Und in diesem Sinne trinke ich jetzt trotz und alledem und nun gerade trinke ich auf das ganz spezielle Wohl unseres allergnädigsten Landesherrn. Ich sage immer, was ich denke. Und wenn das alle täten... Tun Sie aber nicht. Das ist ja gerade der Beschiss. Feierabend, meine Herren. Polizeistunde. Meine Herren, wir müssen Schluss machen. Frau Tigges, zahlen.
Stell fest, die Staatsanwaltschaft kneift vor der Polizeigewalt. Nee, nee, der fühlt sich heute nicht wohl bei uns. Wir sind ihm hier zu liberal. Zu Hause wartet Frauchen. Ihm geht die Box mit Grundeis. Und sein Quantum hat er wohl auch. Ja. Quantum, Kneifen, Grundeis? Meine Herren, was sind das für alle meiner Redensarten? Hier wird nicht gekniffen. Und was mein Quantum anlangt, Frau Tigges, eine Schloss Johannesberger. Aber ein bisschen Dalli und die zweite können Sie auch gleich gerade stellen. Oh. Nee, nee, meine Herren, so ist das nur wieder nicht. Wenn ich auch Staatsanwalt bin, aber ein Duckmäuser Holster Teufel bin ich nie gewesen. Sind ja gar nicht im Bilde, meine Herren. In Rostock und Greifswald erzählen Sie heute noch von mir. Die Sache ist ja damals bloß nicht rausgekommen. Aber eines Morgens, das Spitzenhöschen. Können Sie sich eine Brunnenfigur vorstellen mit einem Spitzenhöschen? Wissen Sie, meine Herren, wir sind ja alle miteinander bloß elender Spießer. Dürfen nicht, wie wir wollen. Nee, dürfen wir nicht. Aber hier, da schlägt noch immer ein altes deutsches Burschenherz. Meine Herren, und ein junges Herz. Jawohl. Verstehen Sie das, Sie oller Paragraphenschuster? Na, meine Herren, nun hör mal. Schluss für heute, Traschke. Gute Nacht, Herr Staatsanwalt. Schlappschwänze. Erst reißen Sie das Maul auf, bis hinter die Ohren, nachher sind Sie auf einmal alle nicht mehr da. Da waren wir andere Kerle. Nee. Nee. Box, was sagst du dazu? Nichts sagst du, eh? Bist auch so ein Duckmäuser. Box, komm raus! Ja. Oh, ja. Sonst auch nicht leben wie ein Hund. Aber Box mit Verstand, das kriegen wir nicht alle Tage. Das ist Johannesberger Trockenleerausbeete. Bier auslesen. Prost, oder Schweinehund. Wenn wir auch manchmal das Maul halten müssen, wenn andere dabei sind, darum sind wir doch anständige Kerle. Und das lassen wir uns nie gefallen. Box, was meinst du dazu? Unseren allergnädigsten Landesherrn in Ehren. Wir sind keine Stänker. Und wir lassen uns keinen Maulkorb vorbinden. Wir beide nicht. Und was den Götz von Berlichingen anbetrifft, diese Pünktchen, die verbinden uns. Bitten wir uns. Box, ich glaube, du bist besoffen. Alter Schweinige. Weißt du überhaupt noch, wo wir wohnen? Herr Staatsanwalt, der Stock.
Lieber Staatsanwalt von Trasko. Wer bitte? Jawohl, sofort. Gnädige Frau! Gnädige Frau, das Telefon! Psst. Mein Mann schläft noch. Wer bitte? Herr Oberstaatsanwalt, ja? Mein Mann? Ja. Nein, ist eben aus dem Hause gegangen. Wie bitte? Ja, ich will sehen. Vielleicht kann ich ihn noch auf der Straße. Herbert! Herbert! Herbert, Telefon! Herbert, der Oberstaatsanwalt! Oberstaatsanwalt, wieso denn? Muss doch noch ganz früh sein. Wo ist denn mein Schlafrock? Hier, bitte. Was kann denn der von mir wollen? Bruder, leg doch mal den Mantel auf meinen Nähtisch. Da ist dein Knopf abgerissen. Gut, Mutti. Verzeihung, Oberstaatsanwalt, ich war bereits... Nein, durchaus nicht, nur etwas erkältet. Selbstverständlich, Oberstaatsanwalt, ich komme sofort. Was ist denn? Maulkorb? Ich verstehe mal Maulkorb. Wieso Maulkorb? Wo denn? Am Denkmal unseres allergnädigsten Landesherrn? Also stellt euch mal vor, das ist ja einfach, um die Wände hochzulegen. Stellt euch mal vor, einen richtig gehenden, ganz ordinären Hundemaulkorb mitten, nein, ohne Honig, mitten vors Gesicht. Oh Jott, aber Trude. Und das Schönste ist, nicht so fest, das Schönste ist, ich kriege die Sache wahrscheinlich zur Bearbeitung. Der Oberstaats, wo ist meine Krawatte? Der Oberstaatsanwalt hat eben so etwas angedeutet. Ja, wunderbar, Herbert. Also, wenn ich das kriege, das wird eine Sensation. Das geht durch die Zeitungen, das geht nach oben, nach ganz oben. Und, das war eine schwere Sitzung gestern Abend. War es eigentlich sehr spät? Weißt du das denn nicht? Nee, keine Ahnung. Aber wenn ich rauskriege, wer das war, das wird unsere Schicksalsstunde. Schibutzki! Herr Kommissar? Seid Sie beim Herunternehmen vorsichtig. Verwischen Sie keine Fingerabdrücke. Jawohl, Herr Kommissar. Die höchste Alarmstufe bleibt bestehen, bis anderweitige Order erfolgt. Leider keine Fingerabdrücke festzustellen. Was ist ja zu dumm. Ein Knopf. Das ist ja glänzend. Den hat er sicher beim Klettern verloren.
Na, Schibanski? Noch nicht fertig? Sofort, Herr Kommissar. Verzeihen, Herr Staatsanwalt. Haben Sie Fingerspuren festgestellt? Leider nein, Herr Oberstaatsanwalt. Der Kerl hatte nur Handschuhe an. Also anscheinend ein ganz gerissener Bursche. Sicherlich, Herr Oberstaatsanwalt. Guten Morgen, Oberstaatsanwalt. Guten Morgen, meine Herren. Ich bitte Sie um Vergebung. Es war mir leider in Folge. Ja, lieber Pasco, wir warten bereits mit Schmerzen auf Sie. Den Maulkorb sorgfältig aufheben. Ich habe schon ein geeignetes Kästchen besorgt, Herr Oberstaatsanwalt. Übrigens, diesen Knopf habe ich am Fuße des Denkmals gefunden. Ein Mandelknopf. Ja, sehr schön, das ist gut. Wenn ich mir bezüglich der weiteren Behandlung vielleicht einen Vorschlag habe. Mein lieber Pasco, Sie werden dazu noch genügend Gelegenheit haben. Ich habe mich nämlich entschlossen, die Behandlung des Falles Ihnen zu übertragen. Höheren Ortes wird auf die schnelle Ermittlung des Täters natürlich der größte Wert gelegt. Wenn Sie es schaffen, und ich zweifle nicht daran, dass es Ihrer Umsicht und Ihrem Scharfsinn gelingen wird, dann werde ich nicht verfehlen an allerhöchster Stelle. Extrablatt, Denkmal von Bubenhand geschändet. Sie hören, die Augen der Welt sind auf Sie gerichtet. Wie viele Personen kommen in Frage? 17, Herr Staatsanwalt. Dann geben Sie die Liste dem Kutscher, der soll Reihe nach hinfahren und überall warten. Jawohl, Herr Staatsanwalt. Überall hinfahren und warten. Jawohl. Ich habe nämlich eine Liste aufstellen lassen von allen Personen, die einen großen Hund besitzen. Unter diesen ist der Täter zu suchen. Bei diesen Leuten werden wir jetzt der Reihe nach schlagartig Haussuchung halten und überall drei Feststellungen treffen. Erstens, sind Sie noch im Besitz des zu Ihrem Hunde gehörigen Maulkorbs? Mein Job, den Maulkorb. Was ist denn? Gibt das ein Protokoll? Einen Augenblick. Hier ist er. Danke. Zweitens, zeigen Sie mir den Sommermantel vom Herrn Kommerzienrat. Alle dran? Alle Knöpfe dran. Danke. Und schließlich, drittens, eine persönliche Frage. Wo haben Sie sich in der fraglichen Nacht gegen 2 Uhr aufgehalten? Der war auf der Kegelbahn. Kannst du doch ruhig sagen. Ja. Welche Kegelbahn? Wie können Sie das beweisen? Wieso beweisen? Meine Kegelbahn geht Sie nichts an. Ich kann kegeln, wo ich will. Und wenn Sie noch viel machen, dann lasse ich meinen Anwalt kommen. Dann sollen Sie mal sehen. Ach, bitte, liebe Frau, gehen Sie doch mal einen Augenblick raus, ja? Also, wie heißt Ihre Kegelbahn? Vorname? Zuname? Wo wohnt sie? Such! Such sie denn! Such! Ja, such! Such sie denn! Such! So! Ja, also, Spur schon gefunden, ist ja glänzend. Der Staatsanwalt wird sich wundern, wie das funktioniert. Such! Such sie denn! Ja, such! So ist gut. So ist brav. Tja, meine Herren. Auch wieder negativ. Alles negativ. Weiß der Teufel, was da los ist. Wir sind wohl durch mit unseren Adressen. Nein, da ist noch einer übrig. Von Traskow. Was? Ich stehe auch mit drauf? Aber Mann, das bin ich ja selber. Tja, meine Herren, wenn ich auf der Liste mit aufgeführt bin, müssen wir jetzt auch noch zu mir. Aber Staatsanwalt, das ist doch nicht nötig. Oh, Staatsanwalt, scherzen. Aber nein, wir sind bei allen gewesen, die einen großen Hund besitzen, ohne Ansehen der Person. Warum soll ich bei mir eine Ausnahme machen? Also los, Luisenplatz 15. So ein blödes Vieh. Jetzt aber nichts wie verduften. Donnerkirche. Ja, mühsam. Was machen Sie denn da? Hat der Hund Sie vielleicht hierher geführt?
Ich habe Ihnen ja gleich gesagt, dieser ganze neumodische Kram. Ich verstehe das nicht. Er hat 380 Mark gekostet. Ohne Verpackung. Aber da sehen Sie, was so ein Köder anrichten kann. Bei mir macht das ja nichts. Aber stellen Sie sich mal vor, er wäre bei jemandem gelandet, der als Täter wirklich in Frage käme. Kommen Sie, meine Herren. Halten wir uns an unsere altbewährten Methoden. Siehst, komm du mir nach Hause. Tja, meine Herren, ich kann gegen mich selbst nicht gut eine Untersuchungshandlung vornehmen. Herr Schipulski, als Rangältester, nehmen Sie mal die Sache in die Hand. Ich bin jetzt hier nur noch Hausherr und Hundebesitzer. Dann müsste ich nunmehr... Ich weiß, was Sie von mir wollen. Die berühmten drei Fragen. Also erstens, das ist mein Hund. Und hier ist der dazugehörige Sibylla. Wo ist denn unser Maulkorb? Der muss doch da hängen. Wieso muss? Tut er nicht. Und sehen Sie mal nach, wo das Ding steckt. Ich will mal nachsehen. Vielleicht hat ihn der Hund verschleppt. Suchst du etwas, Papa? Du, da hast du unseren Maulkorb verschmissen? Der war doch gestern noch da. Ich will nicht wissen, wo er war, sondern wo er ist. Na, der muss doch hier irgendwo liegen. Elisabeth! Was willst du denn überhaupt mit dem alten Maulkorb? Amtlich! Herr Herbert, was ist denn hier? Guten Tag, meine Herren. Was gibt es denn? Elisabeth, unser Maulkorb ist nicht da. Na und? Erinnerst du dich nicht, wer ihn zuletzt gehabt hat? Na, ich glaube, der Herr Staatsanwalt. Ja, Papa, du hast ihn doch gestern Abend... Herbert, möchtest du mir nicht mal erklären, was das soll? Ich will dir nichts erklären, ich will wissen, wo der Maulkorb ist. Herr Staatsanwalt, soll ich rasch einen neuen kaufen? Ach, was Quatsch! Muss doch irgendwo zu finden sein. Also los, mal fix suchen! So einfach lächerlich! Tag für Tag hängt das Ding da an seinem Nagel und ausgerechnet jetzt, wo man es mal braucht... Eine Wirtschaft ist das hier! Das ist ja zum... Papa, der Maulkorb ist aber nicht da. Er muss aber! Er ist es aber nicht! Herr Staatsanwalt, müssen Sie entschuldigen. Dann muss ich also die Akten schreiben. Der Maulkorb des Herrn Staatsanwalts sind nicht vorhanden. Tja, meine Herren, ich muss zugeben, mein Maulkorb ist im Augenblick nicht ganz greifbar. Sie sehen, wie gut es war, dass wir auch noch zu mir. Es fehlt bloß noch, dass an meinem Mantel ein Knopf abgerissen ist. Dann kann ich mich ja gleich selbst verhaften. Elisabeth, du bist wohl so gut und zeigst den Herren meinen Paletot. Bitte? Ein fehlender Knopf ist nicht festzustellen. Na, selbstverständlich. Das wäre ja auch ein merkwürdiger Zufall. Tja, ganz recht. Und was darf ich zu drittens vermerken? Wieso drittens? Der Staatsanwalt, er meint das Alibi. Wo Herr Staatsanwalt sich heute Nacht um 2 Uhr befand. Heute Nacht? Ach so, diese Nacht! Meine Herren, ich denke, es ist genug. Ihr Interesse für das Nachtleben meines Mannes geht wohl etwas zu weit. Sie befinden sich hier im Hause des Staatsanwalts von Trasco. Sollten Sie das vergessen haben, so ist es wohl an der Zeit, dass ich Sie daran erinnere. Herbert, ich glaube, die Herren möchten jetzt gehen. Guten Tag. Tja, meine Herren, dann wollen wir mal. Tja, wir müssen die Sache von einer ganz neuen Seite anpacken. Sie stellen zunächst einmal fest, wer sich gegen 2 Uhr nachts noch in der Gegend vom Marktplatz und den in der Nähe liegenden Wirtschaften herumgetrieben hat. Jawohl, Herr Staatsanwalt.
Und Sie setzen sich mit den hiesigen Lederwarengeschäften in Verbindung. Der Täter wird sich wahrscheinlich einen neuen Maulkorb kaufen wollen und geht uns dabei in die Falle. Jawohl, Herr Staatsanwalt. Zum Gerichtsgebäude. Mutti. Du Mutti, was ist eigentlich mit Papa? Der war so komisch. Gar nichts. Außerdem ist Papa nicht komisch, sondern höchstens ein bisschen nervös, überarbeitet. Er ist die Nacht auch so spät nach Hause gekommen. Ich habe ihn gehört. Das war mindestens... Du hast gar nichts gehört, mein Kind. Außerdem war es kurz nach 10. Ja, aber was machen wir jetzt mit dem Maulkorb? Wieso denn? Er wird sich wohl schon irgendwo finden. Ja, das muss er auch. Schulter nicht so hängen lassen. Waren Sie heute Morgen auch schon beim Denkmal? Nein. Aha. Das können Sie mir weismachen. Warum denn nicht? Habe ich schon diese Nacht gesehen. Oh, und da war der Maulkorb schon dran? Nö. Den machte gerade einer fest. Mein Gott. Das haben Sie gesehen? Und da waren Sie noch nicht auf der Polizei? Mir ja viel zu dumm. Wenn Sie aber eine Ladung kriegten. Woher soll ich eine Ladung kriegen? Und da könnte man ja für sorgen. Und da können Sie berühmt mit werden. Mehr als mit den ganzen Bildern. Vielleicht gibt es doch eine Belohnung. Du mach mir keinen Quatsch, du. Wenn die hier aus der besoffenen Geschichte eine Haupt- und Staatsaktion machen, dann sollen Sie gefällig selber sehen, wie Sie damit zu Ende kommen. Herr Staatsanwalt, die Ermittlungen in den Ledergeschäften sind bisher ergebnislos geblieben. Aber zum Donnerwetter doch mal, das ist doch nicht möglich. Wir müssen doch weiterkommen, wo ein so großartiges Corpusdelikt die haben. Das muss ich doch ermitteln lassen. Ja, und meint der Staatsanwalt nicht vielleicht das? Was denn noch? Ich wünsche jetzt nicht weiter gestört zu werden. Sehr wohl, Herr Staatsanwalt. Wie kann man denn da arbeiten, wenn hier fortwährend alle möglichen Menschen hereingetobt kommen? Bitte 2717. Sibylla, hat sich unser Maulkorb wiedergefunden? Nicht? Geben Sie mal einer Frau. So. Wo ist sie denn hin? Bitte, was wünscht die Dame? Ich hätte gerne einen Maulkorb. Maulkorb? Für einen großen Hund? Ja. Einen Augenblick bitte. Ich kann Ihnen da etwas ganz besonders Hübsches zeigen. Einen Augenblick bitte. Frau Passberg, Maulkorb! Jetzt halt ihr Schnapp! Um Gottes Willen! Ruf die Polizei! Hast du auch die Tür? Ja, ja. Was ist? Einen Maulkorb wollen Sie haben? Oh, die Frau Staatsanwalt ist... Ach, entschuldigen Sie vielmals. Das ist natürlich was anderes. Das habe ich ja nicht gewusst. Dumme Ding! Pass doch besser auf und guck dir die Leute an! Ich soll doch! Stille bist du! Die Kleine ist wohl noch ein bisschen neu. Einen Maulkorb wünschen Sie, Frau Staatsanwalt? Ja. Ich glaube, den hatte ich das letzte Mal. Bruder? Ja, Papa? Wo ist Mama? Du musst jeden Augenblick kommen. Soll ich das Essen schon bringen lassen? Nein. Was ist denn da drin, Papa? Sag mal, Trude, ist das vielleicht unser Maulkorb? Na, sehen wir doch einmal ordentlich an. Weißt du das ganz bestimmt? Es ist sehr wichtig. Aber Papa, das soll unser Maulkorb sein? Das olifiese Ding da? Papa, das glaubst du wohl selber nicht. Was habt ihr denn da? Elisabeth, sieh doch mal, ob das hier vielleicht... Denk mal, Mutti, Papa meint, ob das unser Maulkorb wäre. Aber Herbert, unser Maulkorb hängt doch draußen. Da an der Ecke am Stuhl. Wieso, wo war er denn? Der war... unterm Küchenschrank, ganz hinten in der Ecke. Na also, das konnte ja auch gar nicht sein. Das ist ja der Maulkorb vom Denkmal. Was wollte
denn überhaupt damit? Ach nichts, ich wollte nur mal sehen, ob ihr darauf hereinfallt. Na, Villa, was gibt's denn heute Gutes? Wiedersüppchen, Herr Staatsanwalt. Oh. Du, Papa, heute auf dem Weg zur Klavierstunde. Lass Papa jetzt mal in Ruhe. Er ist müde. Müde? Ich? Im Gegenteil. Ich war noch niemals so frisch wie heute. Und morgen geht der Tanz weiter. Da haben wir einen Zeugen vorgeladen. Irgend so ein Maler. Der hat die ganze Geschichte in der Nacht beobachtet. Da werden wir wohl weiterkommen. Aber Herbert, so mitten in der dunklen Nacht. Was kann man dir schon gesehen haben? Na und überhaupt so ein verrückter Maler. Da würde ich doch nichts drauf geben. Das wird sich herausstellen. Lass mich nur machen. Was wird denn der kriegen, der das getan hat? Tja, mein Kind. Unter 2 Jahren kommt der nicht davon. Darf ich wissen, wie ich zu dieser Ehre komme? Das habe ich wohl einer jungen Dame zu verdanken. Dauert das hier noch lange? Ja, das werden Sie schon erfahren. Moin. Was wollen Sie? Irrtum Ihrerseits. Ich will gar nichts. Wahrscheinlich wollen Sie etwas von mir. Wenn Sie vorgeladen sind, müssen Sie warten. Zweiter Irrtum. Nicht zum Warten bin ich geladen, sondern zur Vernehmung. Aber wenn ich störe, ich kann ja auch bei Gelegenheit noch mal hereinkommen. Ach, Sie sind dieser Herr Rabanus, der das in der Nacht alles mit angesehen hat. Hm, das ist ja glänzend. Warum haben Sie das nicht gleich gesagt? Bitte, nehmen Sie Platz. Ja, also, mein lieber Herr Rabanus, werden Sie die Güte haben und Ihre Beobachtungen, zigarrengefährlich. Danke, ich bin nicht Raucher. Also, ich kam da gerade vorbei. Da ging ein Herr an das Denkmal. Herr? Sie meinen wohl Mannsperson. Können Sie uns den Täter beschreiben? Der Herr, die Mannsperson, war elegant gekleidet. Heller Sommermantel, steifer grauer Hut. Haben Sie sein Gesicht gesehen? Ja, er kam Laternenschein dicht an mir vorbei. Es war ein Herr Anfang der 40. Energisch geschnittenes Gesicht, blond, Schnurrbart. Hinter ihm trottete ein großer Hund. Großer Hund. Und würden Sie ihn wiedererkennen? Den Hund? Nein, den Herrn. Sie meinen die Mannsperson? Den Täter? Ich glaube ja. Das ist ja glänzend. Er kennt ihn wieder. Mein lieber Herr Rabanus, wir sind Ihnen wirklich außerordentlich dankbar. Nein, bitte bleiben Sie noch ein Momentchen. Augenblick, mein Kind. Tasco? Ah, Herr Kommissar, ja. Was sagen Sie? Er würde ihn wiedererkennen? Das ist ja herrlich, dann kommen wir ja weiter. Einen Moment mal. Trude, geh bitte hinaus. Ich kann jetzt noch nicht mitkommen. Ich muss noch einen Zeugen vernehmen. Ist das der vom Denkmal? Ja, natürlich. Papa, kannst du nicht... Doch, geh doch schon. Herr Kommissar, Herr Kommissar, hören Sie noch. Schicken Sie mir doch den Mann mal rüber. Ist schon unterwegs. Wie bitte? Nein, nichts. Wollen Sie bitte hier eintreten. Der Zeuge Rabanus. Gut, legen Sie das Protokoll dahin. Mein lieber Herr Rabanus, nehmen Sie doch bitte Platz. Ja, nun nehmen Sie doch bitte Platz. Ich freue mich. Warum sehen Sie mich so an? Kennen wir uns? Doch wohl kaum. Na, du setz dich mal hin. Ja, Herr Rabanus, famos, dass Sie durch einen glücklichen Zufall Augenzeuge eines verbrecherischen Anschlages, will ich von Ihnen persönlich noch einige Einzelheiten, vor allen Dingen eine genaue Beschreibung des Täters und so weiter. Warum lachen Sie? Finden Sie es spaßig,
dass so ein gewissenloses Schwein... Verbitte mir Ihr lächerliches Lachen. Das ist ja geradezu unverschämt. Herr Staatsanwalt, nehmen Sie es mir nicht übel. Aber darauf war ich wirklich nicht gefasst. Worauf waren Sie nicht gefasst? Na, erstens überhaupt. Das ist doch allerhand, die ganze Geschichte. Finden Sie nicht auch? Und zweitens, dass ausgerechnet Sie die Sache bearbeiten? Die Maßnahmen unserer Behörde unterliegen nicht Ihrer Kritik. Was hier geschieht, bestimme ich. Bestimmen Sie? Ja, das ist doch gerade das Famose, dass Sie selber... Mein lieber Herr, Sie sind vielleicht etwas durcheinander. So kommen Sie mal wieder zu sich. Ich will Ihnen doch gar nichts tun. Wir können uns doch gemütlich darüber unterhalten. Also nun erzählen Sie mal, wie kam dieser Mann zum Denkmal und was hat er da gemacht? Was er da gemacht hat, Herr Staatsanwalt? Na, das werden Sie doch am besten wissen. Das haben wir natürlich längst festgestellt. Aber ich möchte es der Ordnung halber von Ihnen bestätigt haben. Herr Staatsanwalt, ich bin gewiss kein Spaßverderber. Und ich kann mir vorstellen, dass man in nächtlicher Besoffenheit etwas anstellt, was man am nächsten Tage nicht mehr wissen will. Oder vielleicht wirklich nicht mehr weiß? Ach, Sie wollen den Täter entschuldigen? Herr Staatsanwalt, machen Sie ruhig weiter. Die Sache ist bei Ihnen gut aufgehoben. Aber mich lassen Sie bitte aus dem Spiel. Am besten, ich verschwinde. Reden Sie ja kein Zinnober! Sie haben hier Ihre Aussage zu machen, weiter nichts! Schreien Sie mich nicht an! Sie täten besser... Ich schreie, wie ich will, wenn Sie von der Aussage hier drücken wollen. Also schön, wenn Sie darauf bestehen, dann kann ich ja mal loslegen. Aber dann geht hier einiges in die Luft! Was soll denn da scheißen? Bitte um Entschuldigung, ich dachte... Also raus! Ich wollte... Raus! Hier herrscht ja ein herzhafter Ton. Also was war da noch? Ach so, was ist mit dem Täter? Kennen Sie ihn? Kennen? Nö, Herr Staatsanwalt. Zu solchen Leuten habe ich keine Beziehungen. Aber Sie können ihn beschreiben. Wenn es durchaus sein muss. Also bitte, wie sah der Mann aus? Gott, wie so Leute aussehen, die sowas machen. Ein kleiner, untersetzter Mann, breites, gewöhnliches Gesicht, ein paar Haare hier. Mütze natürlich und Halstuch. Offenbar den unteren Schichten angehörig. War ein Hund dabei? Ein Hund? Nein. Herr Staatsanwalt, dann kann ich wohl gehen. Augenblick, mein Lieber. Ich sehe gerade, Sie haben eben bei der Polizei bereits eine Beschreibung gegeben. Aber eine völlig entgegengesetzte. Möglich. So. Und welche von den beiden Beschreibungen ist die richtige? Ich stelle an Heim, Herr Staatsanwalt. Für die Sie am besten brauchen können. Ich empfehle Ihnen die mit der Mütze. Eine letzte Frage noch. Kennen Sie etwa den Mann mit der Mütze? Nein, Herr Staatsanwalt. Den Mann mit der Mütze, den kenne ich nicht. Danke. Wir wissen genug. Sie können gehen. Wiedersehen. Müssen Sie auch zu dem da? Hm? Mit dem kriegen Sie aber Freude. Das ist ein ganz scharfer. So, finden Sie? Haben Sie nicht gehört, wie er mich angepfiffen hat? Ja, Sie haben ihn sicher belogen. Sowas kann er nicht vertragen. Tja, Fräuleinchen, was meinen Sie, wie schlecht er erst die Wahrheit vertragen hätte? Sind Sie auch wegen der Maulkorbsache hier? Ja, gewissermaßen. Ich weiß nicht, wie weit Sie in der Sache Bescheid wissen. Na so, ziemlich. Und Sie wissen, was hier los ist? Genauso wie Sie. Kommen Sie mal mit raus. Also hören Sie mal, Fräuleinchen. Wenn Sie nun gleich vernommen werden, Sie müssen sich das mal gut überlegen. Was haben wir davon? Das gibt einen großen Kladderadatsch, den kostet sie Karriere und was weiß ich noch. Der hat ja keine Ahnung, dass er selbst gewesen ist. Scheint doch sonst ein ordentlicher Mann zu sein. Kann einem ja leid tun. Sicher. Sehen Sie, das ist doch die ganze Sache nicht wert. Und vielleicht hat er auch Frau und Kind. Fräulein von Trasko, Ihr Herr Vater lässt Ihnen bestellen, Sie möchten nicht länger auf ihn warten. Der Herr Staatsanwalt muss noch zum Herrn Oberstaatsanwalt. Ach so. Sie sind... Sehen Sie, nun hätten Sie mir gar nicht so ins Gewissen zu reden brauchen. Aber es war lieb von Ihnen.
Wie gesagt, dieser Rabanus gefällt mir nicht. Durch seine widersprechende Beschreibung des Täters will er uns offenbar irreführen. Entweder weil er den Täter kennt und ihn schonen will, oder, und das ist meine persönliche Ansicht, weil er selber gewesen ist. Haben Sie ihn verhaftet? Dazu ist er mir noch nicht reif. Aber wir wissen jetzt die Richtung. Ich werde diesen Burschen scharf im Auge behalten und dann zu gegebener Zeit zufassen. Bitte der Nächste. Was wissen Sie von der Sache? Was haben Sie gesehen? Was haben Sie gehört? Bitte kurz. Wieso kurz, Herr Kommissar? Wie soll ich das verstehen? Wenn Sie das nicht interessiert, bitte sehr. Ich bin gewohnt, dass man Zeit für mich hat. Aber wenn Sie denken, Sie könnten mich hier anfangen wegen der lumpigen 300 Mark, bitte sehr. Wo ich doch alles gesehen habe, bitte sehr. Was? Sie haben alles gesehen? Aber die Frau ist selbstverständlich zu Ihrer Verfügung. Also, wenn Sie vielleicht... wie sagten Sie? Ja, das war in der Nacht. Und es schlug gerade zwei. Und da ging ich ans Fenster. Gott, wie man so nachts ans Fenster geht, um frische Luft zu schöpfen, nicht? Und da kam jemand von Tickes am Treppchen und hinter ihm ging das Licht aus. Und der Mann ging zum Denkmal und stieg dann über die Kette durch. Haben Sie ihn erkannt? Nein, nein, richtig erkennen konnte ich ihn nicht. Und mir wurde auch kalt in dem dünnen Seidenhemdchen und so. Und da bin ich wieder in mein Bettchen gegangen. Nicht wahr? Moment mal, Moment mal. Sie wohnen doch Lindenstraße 113. Ja, liebe Dame, das ist doch da draußen am Zoologischen. Von da aus können Sie das Denkmal doch gar nicht sehen. Ja, was reden Sie denn da? Bitte sehr, Herr Kommissar, bitte sehr. Sie wissen ja gar nicht, ob ich zu Hause war. Habe ich das gesagt? Kein Wort habe ich davon gesagt. Vielleicht habe ich zufällig woanders geschlafen. Vielleicht bei Verwandten, nicht wahr? Oder bei einer Freundin. Und die 300 Mark können Sie mir auf mein Konto bei der Deutschen Bank überweisen. Moment bitte! Bei uns gibt es kein Vielleicht. Wir müssen alles ganz genau wissen. Wer ist die Freundin? Wie heißt sie? Wo wohnt sie? Und hat sie auch was gesehen? Wie kommen Sie mir denn vor, Herr Kommissar? Was ich gesehen habe, das habe ich gesehen. Und von wo aus, das kann ich machen, wie ich will. Und meine Freunde, das sind Ihre Sachen nicht. Und überhaupt ist das keine Art, einen hier so auszufragen, wie es aufs Hemd. Da ziehe ich eben meine Aussage zurück, verstehen Sie? Die ganze Sache ist mir überhaupt viel zu dreckig. Mal Herrn Staatsanwalt von Traskow vorlegen. Das wird ihn sehr interessieren. Siehst du, Elisabeth, das hier ist ein Weinchen. Sowas gibt's nicht mal bei Frau Tickes. Das wäre ja auch viel zu schade für die Saufbrüder da. Halt mal. Das wäre doch nach Aussage dieser Dame... Was denn für eine Dame? Die Dame ist vielleicht übertrieben, aber... Da hat doch eine ausgesagt, der Täter kam von Tickes und hinter ihm ging das Licht aus. Also war es der letzte Gast. Aber Herbert, da habt ihr denn noch nicht kapiert? Das ist ja auch nicht nötig. Jedenfalls lade ich mir zu übermorgen Frau Tickes und die Stammtischbrüder. Das hätte ich nur doch nicht gedacht. Einer von denen muss dieser letzte Gast gewesen sein. Oh, Verzeihung! Ach, Frau Trude, kommen Sie doch rein! Das ist aber nett von Ihnen, dass Sie mich mal besuchen. Sie müssen entschuldigen, ich bin noch nicht ganz angezogen. Moin! Setzen Sie sich mal hin. Solche Angst gehabt, hierher zu kommen. Warum denn? Na, allein zu einem fremden Mann in die Wohnung? Sie müssen nicht denken, dass ich das immer so mache. Nö, denke ich nicht. Es ist nur, weil es ist etwas geschehen. Na, was denn? Mit Papa. Ich glaube, jetzt ist es aus. Na, beruhigen Sie sich erst mal. Tasse Tee? Nein, nein, ich muss gleich wieder gehen.
Nein, ich trinke bestimmt keinen. Oder nur diese Tasse. Also, was ist denn mit Ihrem Papa passiert? Noch nichts. Aber morgen, da hat er ihn. Wen? Na, ihn. Sich. Schöne Bescherung. Jetzt wissen Sie wohl auch keinen Rat mehr. Ach was, das müsste doch mit dem Deibel zugehen, wenn wir die Sache nicht wieder in die Reihe brächten. Glauben Sie? Also, ich trinke Sie erstmal Ihren Tee aus und dann sperre ich Sie für 5 Minuten auf den Balkon. Ich habe ein kleines Telefongespräch zu führen. Wollen Sie mir nicht verraten, was Sie vorhaben? Das will ich eben nicht. Es ist ja eine dumme Geschichte. Weiß übrigens Ihre Frau Mutter davon? Natürlich. Aber mit der ist überhaupt nichts mehr anzufangen. Herr Oberstaatsanwalt, wenn ich wieder Tür ins Haus fallen darf, Sie müssen mir einen Gefallen tun. Es ist Ihnen im Voraus gewährt. Entschuldigen Sie, gnädig war. Ja, hier Oberstaatsanwalt. Ja, wer ist denn da? Sie haben doch für die Ermittlung des Täters in der Maulkorbsache eine Belohnung von 300 Mark ausgesetzt. Nein, die will ich mir nicht verdienen. Für 300 Mark verrät man nicht seinen besten Freund. Wenn Sie eine kleine Null daran hängen würden, dann ließ sich vielleicht darüber reden. Sie scheinen ja ein feiner Mann zu sein. Ich nehme an, dass sich eine solche Belohnung weniger an die feinen Männer wendet, als an die tüchtigen. Also schön, 3000 Mark. Aber dann hoffe ich recht bald. Wie? Jawohl, heute noch. Bitte sofort durch Presse und Anschlag bekannt geben. Wird Sie vielleicht freuen, gnädige Frau? Eben hat sich so ein anonymer Denunziant gemeldet und ich habe die Belohnung auf 3000 Mark erhöht. Jetzt wird Ihr Gatte schnell am Ziel sein. Und ich wollte Sie gerade bitten, in der Maulkorbsache das Verfahren ganz schnell einzustellen. Was? Wie? Jetzt, wo wir dicht vor dem Erfolg stehen? Eben darum. Wieso? Herr Oberstaatsanwalt, ich muss Ihnen etwas anvertrauen. Aber vorher müssen Sie mir versprechen. In Blanco möchte ich Ihnen lieber nichts mehr versprechen. Auch dann nicht, wenn ich Ihnen über den Täter gewisse Andeutung mache? Wenn er beispielsweise eine, wie soll ich mich ausdrücken, eine etwas exponierte Persönlichkeit ist? Und eine unübersehbare Blamage der Behörde bevorsteht? Das verstehe ich nicht. Aber wenn Sie wirklich etwas wissen, dann sollten Sie Ihren Herrn Gemahl unterrichten. Es wird ihm ungeheuer nützlich sein. Nein. Gerade ihm kann ich es nicht sagen. Ich glaube, er würde nicht darüber hinwegkommen. Ich darf wohl daraus entnehmen, dass der Täter Ihrem Gatten offenbar nahesteht. Und nun glauben Sie, ich könnte mit einem kleinen Federstrich das Verfahren einstellen, den Maulkorb aus der Welt schaffen? Ja. Liebe gnädige Frau, da muss ich Sie allerdings enttäuschen. Das darf ich nicht. Das Einzige, was ich tun kann in einem solchen Falle, ist, dass ich nichts tue. Aber das nützt doch nichts. Da treiben die Dinge unaufhaltsam zur Katastrophe. Oberstaatsanwalt, ich danke Ihnen. Ich habe geglaubt. Liebe gnädige Frau, es sind im Laufe der Zeit schon so unendlich viele Ermittlungsverfahren ohne Ergebnis liegen geblieben. Vielleicht ist das auch diesmal der Fall. Dann muss ich also auf das große Wunder warten. Vielleicht. Auf das Wunder, auf das wir immer warten, wenn wir nicht mehr weiter wissen. Komm, trink dann eins. Und jetzt pass mal auf. Wie ist das? Kommst du heute Abend zu mir aufs Atelier? Wir machen so einen kleinen Klimbim, weißt du? Du hast wohl ein Bild verkauft. Ja, Gott sei Dank. Ein Aquarellchen. 25 Mark. Und das ist noch nicht ganz fest, aber er hat gesagt, er will mal vorbeikommen, sich's ansehen. 25 Mark? Du, ich hab ganz was anderes für dich. Da kannst du mit einem Schlag... Also kommst du nur heute Abend oder kommst du nicht? Also hör doch mal endlich zu. Willst du 3000 Mark verdienen? Ach Quatsch, das bezahlt man doch gerne. Ja, für ein Bild bestimmt nicht. Aber hier, guck mal hier. Was soll das? Ich weiß da nichts von. Ist ja auch nicht nötig, Mensch. Man kann doch so tun. Ich hebe dich als Täter an. Du gibst es zu. Sitzt ein paar Monate ab, hast ja Zeit genug. Und ich hebe dir die Belohnung. 3000 Mark.
Du bist wohl wahnsinnig geworden. Ich soll da zeitlebens als Verbrecher rumlaufen für die Palumpchenkröten? So eine Schnapsidee. Da könnte ich ja nie Akademieprofessor werden. Sag mal, was hast du überhaupt davon? Also schrei doch nicht so. Sieh mal. Erstens gönne ich dir das Geld. Und zweitens kriegt denn der Staatsanwalt, weißt du, das ist ein persönlicher Freund von mir, dann kriegt er für seinen Erfolg einen Orden. Du bist ja verrückt. Dann hör doch endlich auf mit dem Quatsch. Kommst du nur heute Abend oder kommst du nicht? Ich werde es überlegen. Wer kommt denn sonst noch? Na, alle. Der Peters und der Scheel und der Lieschen. Da kommt Ali auch? Na sicher, der Ali. Du, das ist überhaupt eine Idee. Der Ali, der macht das vielleicht. Du betest. Ich habe eine Idee. Was? Guck mal. 3000 Mark. Wäre nichts für uns? Das ja, ja. Ey, das musst du nicht sagen. Pass mal auf. Ich zeig dich an. Du gehst sitzen und ich hol das Geld. Was sagst du nun? Drecksack. Und der ist unnied. Nein, das Geld, das du mir uns teilen. Ich 1500 und du 1500. Du Toll, das geht doch ja nicht. Warum geht das nicht? Ja, ich hab es doch ja nicht getan. Du Arp, das ist doch ja nicht nötig. Du musst so tun, als hättest du es getan. Verstehst du, ne? Nee. Hast du noch nie gelogen? Nee. Das geht aber ganz gut. Pass mal auf. Ich gehe bei der Staatsanwalt und sag, du hättest das gemacht. Und du gehst hin und sagst ja. Kannst du ja sagen? Ja. Siehst du? So, Wim. Was ist? Das bin ich zur Bank. 3000 Mark. Das sind 30.000 Glas Bier. Oder 60.000 Körnchen. Nee, das sind 500 Kinderhöschen und Hemmchen und 100, nee, 1000 Zentner Kartoffeln. Ja. Du, Wim. Was ist? Ich habe eine ganz andere Idee. Hm? Wir machen es genau umgekehrt. Ich zeige dich an und du hier sitze. Nee, Betes, das ist nix. Hä? Warum ist ja nix? Das geht doch ja nicht. Ich musste das Geld verwahren, oder nicht? Und das Sitze, das kannst du besser. Du hast doch einen dickeren Arsch. Ja, wenn du meinst. Du bist ein richtig Genie. Auf was für Ideen du Auf Ihrem Hausball wird es wohl stiller zugehen. Ja. Wissen Sie übrigens, dass Ihre Frau Mutter mir eine Einladung geschickt hat? Das Schwegröllchen. Das ist Fräulein Trude. Unterhalte sie mal ein bisschen. Vertraue sie dir so lange an. Wo ist denn Ali? Da sitzt du. Du Ali, ich hab mit dir zu sprechen. Hör Ali. Ja. Wie ist es schon lange mit denen? Oh, das ist doch nichts für Sie, der Trauerkloß. Junge, da müsstest du mich ja mal kennenlernen. Weißt du, du musst mal kommen, wenn hier nicht so viele Leute sind. Das sind nur wir zwei beide. Und die 3000 Mark, kriege ich die auch bestimmt? Ich meine, dass du die nicht inzwischen verkümmelst. Aber Mensch. Und du meinst, mehr als 3-4 Wochen kann ich nicht kriegen? Ausgeschlossen. Dich nimmt doch keiner ernst. Werdet mich auch mal besuchen, wenn ich da so sitze? Ehrensache. Und dann pass mal auf, du bekommst mal ganz neue Eindrücke. Und nachher dann gibt's ein grafisches Werk heraus. Menschen hinter Mauern oder so. Also gut, gehen wir morgen mal hin. Also abgemacht. Ja, du. Um 9 ist da bereits eine wichtige Vernehmung. Wir müssen früher da sein, sonst hat's keinen Zweck mehr. Also spätestens um 8. Wie so wahnsinnig, da muss ich ja um 7:30 aufstehen. Mensch, für 3000 Mark. Ja, 3000 Mark.
Aber du hast ja recht. Besser machen wir schnell noch heute Abend. Jetzt gleich? Du brauchst dich gar nicht zu bemühen. Das ist das Schöne bei der Polizei. Man braucht nicht hin. Sie kommt auf Bestellung ins Haus. Ich gehe mal eben runter telefonieren. Hallo, ist dort Kriminalpolizei? Es ist wegen der Maulkorb-Sache. Hier ist Rabanus. Ich habe den Täter jetzt festgestellt. Jawohl, hier gibt es auch zu. Bitte schicken Sie doch gleich mal einen Herrn nach hier zur Vernehmung. Aber recht unauffällig. Wir haben nämlich gerade eine kleine Gesellschaft. Und wo bitte? Akademiestraße 12? Danke. Jetzt. Ali, es geht gleich los. Das möchte ich aber nicht. Hier mit so großem Aufsehen verhaftet werden? Ach, Unsinn, das gibt gar kein Aufsehen. Da kommt ein einzelner Herr in Zivil, der macht das ganz unauffällig. Na, hoffentlich. Du Schwefelhölzchen. Ich glaube, du wirst da draußen gebraucht. Na, du willst mich wohl loswerden. Erraten. Es ist alles in Ordnung. Ihr Vater ist gerettet. Na, wie weit seid ihr? Jetzt kannst du uns ankündigen. Aber die soll mal ein bisschen ruhig sein, wenn wir auftreten. Achtung! Achtung! Ruhe! In wenigen Augenblicken beginnt der Glanzpunkt des Abends. Einmaliges Auftreten der weltberühmten Clowns Bumsti Bumsti! Achtung! Die Festvorstellung beginnt! Mensch, wo habt ihr bloß die Kostüme her? Ist der geklebt? Sind Sie verrückt? Treten Sie mal zurück! Die sind so komisch, vielleicht sind die echt. Ruhe! Aber so war das natürlich nicht gemeint. Ich wollte... Und wo ist derjenige? Da! Also, Sie geben das zu. Ja, ich gebe das... Wie? Worum handelt es sich bitte? Die Schweinerei am Denkmal. Ach, am Denkmal? Ja. Ja. Was habe ich damit zu tun? Ja, was ist hier eigentlich los? Tja, ich weiß nicht. Sie müssen den Herrn fragen. Vielleicht war es auch nur ein Missverständnis. Oder... Missverständnis? Kennen wir. Also, Sie kommen jetzt mit zur Wache. Und zwar die ganze Gesellschaft. Los, ziehen Sie sich mal an. Jetzt ist alles aus. Spielen Sie mal den Schleier vors Gesicht. Aha. Da wären wir ja wieder. Das ist ja glänzend. Sie geben also zu, Ihren Freund hier zu Unrecht beschuldigt zu haben. Wie kommen Sie dazu? Ich möchte mich darüber nicht äußern. Vielleicht war es... Wie soll ich sagen, so eine Art Scherz? Diese Scherze werden wir Ihnen hier austreiben. Treten Sie mal näher. Also, Ihre Personalien haben wir bereits. Nun legen Sie mal los. Wo waren Sie der betreffenden Nacht? Zu Hause oder anderswo? Ich bin bereits zweimal vernommen worden. Jawohl, als Zeuge. Heute, mein Lieber, sind Sie Beschuldigter. Das ist ein gewaltiger Unterschied. Sie haben sich in verschiedene Widersprüche verwickelt. Ja? Ich sag, Bebes, wie gibst du einen aus? Nee, nee, das kannst du machen. Ich? Du machst das gut, Geschäft. Du gehst fein spazieren, während ich sitzen muss. Du frisst dich fett auf Staatskost und ich kann rumlaufen und hungern. Ja, ich habe aber nichts. Ja, ich auch nicht. Geh still, liebe Junge. Bald stinken wir vor ihr Latz. Und wenn ich das Geld hole, sie... Nee! Wem das Geld, das hole mir zusammen. Das geht doch ja nicht, da bist du doch gerade deine Zeit am Absitzen. Dann bleibt das Geld so lang auf der Kasse, bis ich rauskomme. Ich weiß nicht, was das soll. Das Geld ist bei mir doch sicher wie Jollert. Ich stoppet unter der Matratze und steht da und nacht nicht mehr auf. Und ich sage, es bleibt auf der Kasse. Und ich stoppet unter der Matratze. Wim, ich will dir was sagen. Ich bin der Hauptperson. Ohne mich geht es nicht. Und du bist in den Dreck. Hm. Und wenn du mich dumm kannst, da gehe ich einfach nicht in den Termin. Teddy, noch Streik. Wetten, dass du im Termin bist? Wetten, dass ich nicht im Termin bin. Wetten, dass doch? Wetten, dass nicht? Wetten, dass doch? Wetten, dass nicht? Ah, oh, Labes. Platekopf. Oh, Stehkraut. Du bist mich ja viel zu dreckig. Schieße Möpp. Laumann. Penis. Arschloch. Na, wenn wir nun schon so weit sind, wollen wir dann nicht auch das andere zugeben? Welches andere? Das mit dem Denkmal.
Wir sind doch auch keine Unmenschen. Und hat er Aussehen für Humor? Ich kann mir das ja so vorstellen. Leichtsinn, Übermut, vollkommen besoffen, Paragraph 51 und so weiter. Wollen wir mal sehen, was sich da machen lässt. Hm? Dann sagen Sie schon ja, und dann können Sie nach Hause gehen. Bedauere. Ja, wenn Sie durchaus nicht wollen, dann können Sie ja mal in Ruhe und Abgeschiedenheit darüber nachdenken. Sie bleiben hier, die anderen können nach Hause gehen. Was hier? Lassen Sie doch den Mann. Er hat doch nichts getan. Wirklich nicht. Aha. Das ist wohl Ihr Verhältnis. Machen Sie mal einen Schleier ab. Vorsicht, Herr Kommissar, das könnte Ihnen schlecht bekommen. Das ist eine Dame der Gesellschaft. Ja. Für solche nächtlichen Damen der Gesellschaft haben wir hier ein ganz besonderes Interesse. Pardon, nee, das Fräulein nicht. Ich hatte... Sie, das sage ich meinem Papa. Damit Sie es nur wissen, das da ist ein guter Freund von ihm. Der war vorigen Sonntag noch bei uns zu Gast. Jawohl! Tja, Fräulein von Trasko, da möchte ich doch lieber mal Ihren Herrn Papa. Lassen Sie! Ich bin mit meiner Verhaftung einverstanden. Führen Sie den Mann ab. Es kann dir doch nichts geschehen. Du hast es doch wirklich nicht getan. Jetzt dürfen Sie. Jetzt hast du zum ersten Mal du zu mir gesagt. Kommen Sie. Na nun mach, Beth, das mach voran. Je eher wir gehen, je eher haben wir das Geld. Papa, ist das viel, 3000 Mark? Oh, nicht so knapp. Was kann man denn dafür kaufen? Alles, was du willst. Warm Höschen und Schücher. Mach. Und eine Eisenbahn, die von selber läuft. Mach mich die Kinder nicht doll. Und ein Wägelchen mit hotten Hüfärchen davor. Also für Geld, da kaufen wir alles. Ganze Häuser, die ganze Straße, die ganze Stadt. Janne, auch die Leute? Ja, auch die Leute. Ach du, lass das Labordönchen weg, du bist ja schön genug hier. Setz dir den Kapp auf und komm. Und Puff, Puff kann man fahren. Puff. Und alle Leute müssen einen grüßen, ja. Weil man furchtbar reich ist. Komm, ja, stimmt. Und wenn man viel Geld hat... Tschüss, Frau Schmitz. Wir wollen das nie. Das sagen wir nicht. Na, die Herrschaften alle versammelt? Jawohl, Herr Staatsanwalt. Wo bleibt denn wieder der Referendar? Ich weiß nicht. Na, dann führen Sie den Herrn mal herein. Haben Sie wegen der vielleicht bevorstehenden Verhaftung alles vorbereitet? Jawohl, Herr Staatsanwalt, alles in Ordnung. Ein Polizist wartet draußen. Das ist die Vorladung da hinten. Meine liebe Frau war sehr überrascht. Sehr. Guten Morgen, meine Herren. Moin. Was ist denn eigentlich los hier? Tja, wir haben alle keine Ahnung. Der Staatsanwalt lässt die Herren bitten. Aha. Ja, Frau Dickes. Das sind so Sachen. Ja. Wer ist denn da? Tag zusammen. Sind Sie geladen? Nein, das ist gerade nicht. Wir wollten... Wir müssen... Ist mal still. Wir müssen dem Herrn Staatsanwalt sprechen. Der Staatsanwalt ist besetzt. Wer war denn eigentlich der Letzte? Ich meine, wer von Ihnen als Letzter nach Hause gegangen ist? Na, als ich wegging, da... Sie werden wohl nicht mehr viel wissen. Sie waren doch einigermaßen... Na, Sie vielleicht weniger. Aber zum Teufel noch mal, das muss ich doch feststellen lassen. Wenn ich nicht irre, Herr Staatsanwalt, Sie waren doch selbst dabei. Und nicht zu knapp. Sie irren keineswegs, Herr Zeuge. Aber meine persönlichen Beobachtungen stehen nicht zur Debatte. Ich will es von Ihnen hören. Beziehungsweise bestätigt haben. Ist denn das so furchtbar wichtig? Frau Figgis, bitte. Wollen Sie im Vorzimmer warten, meine Herren?
aber sich nicht entfernen, wenn ich bitten darf. Einen von Ihnen werde ich wahrscheinlich noch brauchen. Nehmen Sie Platz, Frau Tickes. War wohl eine recht fidele Sitzung neulich bei Ihnen, was? Wie viel Uhr war es denn? Herr Staatsanwalt wollen jüt, es wird sein. Es war natürlich ein bisschen spät. Aber das mit der Polizeistunde wird doch nie so ernst genommen. Und wo lauter Stammgäste waren und bessere Herren. Na, nun lassen Sie mal die Polizeistunde aus dem Spiel. Ich meine ganz etwas anderes. Sie wissen doch sicher noch, wie an dem Abend als letzter gegangen ist. Natürlich, Herr Staatsanwalt. Na, also? Verzeihung, wieso ich das verstehe. Der Herr Staatsanwalt waren vielleicht etwas angeregt. Und der Herr Staatsanwalt wollten doch noch die Flasche austrinken. Beantworten Sie doch auf meine Frage. Ich will nichts von mir wissen. Ich will wissen, wer als letzter gegangen ist. Als letzter gegangen? Sie. Wer Sie? Da war doch gar keine Sie dabei. Sie? Der Herr Staatsanwalt. Was? Ja, bitte. Wissen Sie das genau? Doch, ja. Ich habe da noch die Tür hinter Ihnen zugeschlossen. Und dann habe ich das Licht ausgemacht. Herr Staatsanwalt, Sie müssen entschuldigen. So war das doch nicht gemeint. Ich kenne mich ja auch nicht so aus mit dem Juristischen. Wenn der Herr Staatsanwalt meinen, ich kann ja noch mal darüber nachdenken. Ich danke Ihnen. Lassen Sie mich jetzt allein. Die Herren draußen können auch gehen. Aber je jeden, wa? Da sind noch zwei Leute. Ich muss sofort zum Oberstaatsanwalt. Der Oberstaatsanwalt kommt erst heute Nachmittag um 4. So. Um 4. Sagen Sie mal, wann kommen wir denn ran? Heute nicht. Sie können ja morgen mal wiederkommen. Chemo. Und was wird dann werden? Das geht dann seinen Weg. Er wird ein dummes Gesicht machen, mir mitleidvoll die Flosse drücken. Aber dann wird er ein verdammt sachliches Protokoll aufnehmen, mich nach Hause schicken, die Maulkorbsache einem Kollegen übertragen und gegen mich Anklage erheben. Man wird dich doch freisprechen müssen, wegen deines Zustands. Das ist für mich dasselbe. Vielleicht noch schlimmer. Es kommt in die Zeitung, so groß, in die Witzblätter, ich bin eine komische Figur. Der Täter sein eigener Staatsanwalt, der Staatsanwalt sein eigener Täter. So oder so gehen muss ich. Und dann kann ich eine Weinvertretung übernehmen oder Bleistifte verkaufen. Und zu diesem Zweck willst du zum Oberstaatsanwalt gehen? Ja, vergisst du denn ganz, dass du nicht allein auf der Welt bist? Du bist doch der Mann deiner Frau und der Vater deines Kindes. Aber in erster Linie Beamter. 26 Jahre habe ich meinem Staat gedient und immer eine reine Weste behalten. Und jetzt verlangst du von mir, ich soll eine krumme Sache machen, nur um das bisschen Brot und Ansehen? Aber das siehst du doch ganz falsch. Bedenke doch, wie du durch dein Geständnis deinen ganzen Stand, die Behörde und den Staat selber der Lächerlichkeit preisgibst. Das weiß ich.
aber ich kann es nicht ändern. Doch, Herbert. Noch weiß niemand von der Sache. Noch hast du die Fäden in der Hand. Du kannst sie doch wieder verwirren und die Sache im Sande verlaufen lassen. Siehst du, das wäre wahrer Dienst am Staat. Ach, das sind doch alles nur Spitzfindigkeiten, an die du selber nicht glaubst. Ich kann dir das im Augenblick nicht widerlegen. Ich weiß nur das eine. Oberste Pflicht eines jeden Beamten und einer jeden Behörde ist absolute Sauberkeit. Wird dieser Grundsatz ein einziges Mal an irgendeiner Stelle durchbrochen, dann wird ein Glaube zerstört. Und dann ist es aus mit dem Ansehen und der Autorität der Behörden. Und damit auch... Hör mal zu, Herr. Warum musst du dich jetzt gleich entscheiden? Am besten du überschläfst die Sache erst einmal. Wir können doch dann morgen noch mal in aller Ruhe darüber sprechen. Gib dir keine Mühe, Elisabeth. Es ist Zeit für mich. Bitte? Ah, mein lieber Pasco. Nehmen Sie Platz. Was bringen Sie Gutes? Aber nehmen Sie doch Platz. Ach, Maulkorb, wie ich sehe. Ach, Kollege, lassen Sie mich damit in Ruhe. Offen gestanden und unter uns gesagt, ich finde, wir tun der Geschichte viel zu viel Ehre an. Herr Oberstaatsanwalt, ich muss Ihnen... Na, sehen Sie zu, was Sie damit machen. Und wenn sich der Täter nicht ermitteln lässt, Herrgott nochmal, dann stürzt der Himmel auch nicht ein. Ist sonst noch was? Herr Oberstaatsanwalt, ich muss Ihnen eine sehr peinliche... Mein lieber Pasco... Aber es ist doch jemand drin! Ja, der kann ja auch ausgehen. Ja. Aber Sie können einfach... Was Sie mal umfassen, wir können... Was wollen Sie denn? Zunächst, wer sind Sie überhaupt? Wilhelm Donnerstag, Agent. Ich heiße Albert Schmitz. Na und? Ja, also, wir sind gekommen... Der da hat nämlich und den... Und da wollte ich jüdisch... Ja, also, da wollte bitte einer nach dem anderen. Also, wenn Sie nicht reden wollen, dann müssen Sie wieder gehen. Ja, also hier, meine Freund, der Bethes, der hat das gemacht. Und da wollte ich ihm anzeigen. Ja. Und als Staatsbürger hat man doch die Pflicht und die Schuldigkeit. Ja. Wovon reden Sie eigentlich? Vom Denkmal. Nee. Vom Maulkorb. Ach, vom Maulkorb. Und überhaupt, Herr Kriminal, ich habe doch selber gesehen. Gesehen? Also, ich meine, ich habe das selber gesehen. Ich stand doch direkt daneben, als der da... Ja? Ach so. Sie sind derjenige, welcher? Und Sie geben das zu? Jawohl. Da war doch eine Aussage von diesem Rabanus. Erlauben Sie mir. Hier. Kleiner, untersetzter Mann, breites, gewöhnliches Gesicht, Anflug von Schnurrbart, offenbar den unteren Schichten angehörig. So, das stimmt doch. Sagen Sie mal, Herr Schmitz, besitzen Sie einen Hund? Einen Hund? Ach, Leben her. Man hat ja selber nichts zu fressen. Wie kamen Sie denn da an den Maulkorb? Haben Sie ihn vielleicht irgendwo gefunden? Gefunden? Ja, jetzt wo? Ja. Ich möchte darauf aufmerksam machen, nach der Aussage einer Augenzeugin kam der Täter von Tickes am Treppchen. Sie waren doch sicher vorher in allerhand Wirtschaften. Ja. Nicht so knapp. Waren Sie da auch bei Tickes am Treppchen? Ihr wisst das? Ja, aber da werden doch Leute wie Sie gar nicht hereingelassen. Ja, die hat uns ja auch nicht hereingelassen. Ach so, da sind Sie also vor der Türe umgekehrt und sind dann zum Denkmal gegangen. Umgekehrt? Ja. Na also? Ich verstehe nur das eine nicht. Denunziant und Täter kommen hier friedlich Arm in Arm. Der Herr Staatsanwalt wundert sich, dass Sie so freiwillig mitgekommen sind. Ja? Mitgekommen? Oh, nee, der ist nicht mitgekommen. Den habe ich mal geschnappt. Hier, am Schlafittchen habe ich ihn gekriegt. Männeken habe ich für ihn gesagt. Männeken. Männeken hat er für ihn gesagt. Jedenfalls, Herr Schmitz, freuen wir uns über Ihr freiwilliges und mannhaftes Geständnis. Nun gehen Sie mal. Warten Sie draußen. Sie haben der Justiz einen großen Dienst erwiesen. Es wird Ihnen bei der Strafzumessung zugutekommen.
Kriege ich mildernde Umstände? Aber ja, so viel Sie wollen. Du, ich kriege mildernde Umstände. Tja, Herr Oberstaatsanwalt, wenn das so ist, dann kann ich ja jetzt die Anklage erheben. Mein lieber Pasco, nicht ich, sondern Sie haben die Bearbeitung. Tun Sie, was Sie für richtig halten, aber machen Sie es ein bisschen gnädig. Aber Herr Oberstaatsanwalt... Wiedersehen, Kollege. Auf jeden Fall hat man ja allen Grund, Ihnen zu gratulieren. Aber bitte. Was ist denn los? Ich will entlassen werden. Verstehe den Trick. Wenn man den Richtigtäter nicht kriegt oder nicht kriegen will, dann fischt man sie einen anderen. Aber nicht mich! Erstens haben Sie hier nicht an die Tür zu trommeln und nichts zu schreien. Haben Sie die Hausordnung nicht gelesen? Und zweitens sind Sie entlassen und können gehen. Was denn los? Wir haben den Richtigen. Um Gottes Willen, wen denn? Er kommt zur Sache Schmitz. Wegen Majestätsbeleidigung. Als Zeugen sind geladen August Wilhelm Donnerstag. Das bin ich, Herr Präsident. Sowie der Kunstmaler Rabanus. Sie werden nachher den Zeugenat leisten. Sie schwören, die reine Wahrheit zu sagen und nichts zu verschweigen. Bitte draußen warten, bis ich Sie hereinrufe. Angeklagter, stehen Sie auf. Nehmen Sie die Hände aus der Tasche. Befehl! Und hören Sie den Eröffnungsbeschluss, bitte. Gegen den Gelegenheitsarbeiter Albert Schmitz, wohnhaft ja selbst Kapuzinergasse 18a, katholisch, verheiratet, nicht vorbestraft, wird wegen Beschuldigung in der Nacht vom 21. August dieses Jahres einen Landesherrn durch Vorbinden eines Maulkorbes beleidigt zu haben. Vergehen gegen § 95 des Reichsstrafgesetzbuches, das Hauptverfahren vor der Strafkammer eröffnet. Folgende Unterschriften. Angeklagter, Sie geben das zu? Ja. Nee. Was gefällig? Ich frage, ob Sie das Denkmal unseres allergnädigsten Landesherrn mit einem Hundemaulkorb versehen haben. Nee. So, Sie wollen also heute bestreiten? Nee. Sie können doch nicht auf beides Nein sagen. Ja. Also was wollen Sie? Zugeben oder bestreiten? Ja. Was heißt ja? Sie können doch eine alternative Frage nicht mit Ja beantworten. Verstehen Sie denn kein Deutsch? Ja. Bitte, Herr Staatsanwalt, wenn Sie glauben, vielleicht halten Sie dem Angeklagten mal vor. Gerade wollte ich darum bitten. Herr Schmitz, sehen Sie mich doch mal an. Wir kennen uns doch. Ja, wie ist das? Sie haben mir doch die Geschichte neulich so hübsch erzählt. Nee, ich nicht. Der Wim. Gewiss, Herr Schmitz. Aber wir möchten das nur ja noch mal von Ihnen persönlich hören. Nee, da müsste der Wim fragen. Der weiß das besser. Wir können ihn ja mal hören. Zeuge Donnerstag. Der Zeuge Donnerstag. Ja, also wie gesagt, Herr Präsident, die Sache war so. Ich und der Bethes, wir kamen da vorbei. Und da trat der Bethes auf was Weiches. Und das war ein Maulkorb. Und da sagte der Bethes, was sollen wir damit tun? Da sagte ich nix. Und der Bethes sagte, doch. Und ging an dem Denkmal und machte den Maulkorb daran fest. Aber ich ging laufen. Ich wollte damit nichts zu tun haben. Ja, nun warten Sie mal, bis Sie gefragt werden. Sie leisten zunächst den Zeugenrat. Ach, Fräulein Trude. Ich habe es zu Hause nicht mehr ausgehalten. Wie weit ist es denn da drin? Ich weiß es nicht. Sie sind sicher sehr böse, dass Mutti Ihre Einladung zum Hausball wieder zurückgenommen hat? Das hat mich nichts überrascht. Aber gehen Sie jetzt mal hinein. Ich habe Sie bereits nachdrücklichst verwarnt. Mein Eid wird mit Zuchthaus bis zu 10 Jahren bestraft. So. Jetzt erzählen Sie uns die Geschichte noch einmal. Wollen Sie nicht gefälligst anfangen? Also? Sie kamen in der Nacht gegen 2 Uhr über den Marktplatz.
nicht wahr? Schön. Und da haben Sie dann beobachtet, wie der Angeklagte? Was heißt beobachtet? Ich meine, hatte ich eigentlich keinen Grund, so was Schuss zu beobachten. Also meinethalben gesehen, zufällig gesehen. Bitte, was haben Sie gesehen? Mit Phil sozusagen. Das war doch so eine Sache. Wie soll ich Ihnen das erklären? Nun quasseln Sie nicht um die Sache rum! Sie gestatten, Herr Landgerichtsdirektor? Ah, bitte, Herr Staatsanwalt. Zeuge, hören Sie mal hier. Sind Sie etwa mit dem Angeklagten befreundet? Wie man es nimmt. Zeitweise. Das habe ich mir schon gedacht. Aber Sie stehen jetzt unter Eid. Ich warne Sie. Also bitte, was haben Sie beobachtet? Wenn man es genau nimmt, nichts. Aber Sie standen doch dabei. Nicht so richtig. Oder jedenfalls in der Nähe. Ach, so arg nah war das nicht. Ja, wo waren Sie denn? Wenn ich partout die Wahrheit sagen soll, im Bett. Erlauben Sie mal, da können Sie doch nichts gesehen haben. Ich rate, was ich sag, Herr Präsident. Sage ich mal, Sie darauf aufmerksam, Sie selbst haben die Anzeige erstattet. Wenn sich Ihre Bezichtigung als falsch herausstellen sollte, so haben Sie sich wegen wissentlich falscher Anschuldigung strafbar gemacht. So, und jetzt frage ich Sie. Welche Anhaltspunkte haben Sie dafür, dass der Angeklagte der Täter ist? Haben Sie es gesehen? Hat er es Ihnen erzählt? Oder woher wissen Sie das? Wissen ist vielleicht nicht der richtige Ausdruck. Wissen muss es doch betes. Tun Sie dem doch fragen. Oder soll ich mal selber? Wie ist das betes? Du hast das doch gemacht, oder nicht? Und du bange Zibel, nur sag doch! Ich beobachte, dass der Zeuge gegen den Angeklagten eigentümlich beschwörende Handbewegungen macht. Offenbar will er ihn hypnotisieren. Zeuge, treten Sie mal zurück. Betes. Angeklagter, wenn Sie es getan haben durch ein offenes Geständnis, können Sie Ihre Lage verbessern und auf eine milde Strafe rechnen. Milde Strafe? Was würde ich denn so beispielsweise kriegen? Das Gericht kann sich natürlich nicht im Voraus festlegen. Nee, da lasse ich mich nicht drauf ein. Wir haben draußen noch den Zeugen Rabanus. Ein Glück, dass ich den vorsichtshalber noch geladen habe. Sonst säßen wir jetzt fest. Herr Zeuge Rabanus! Gnädige Frau, wollen Sie nicht mit hineinkommen? Nein, nein, danke. Sagen Sie, ist das richtig, dass da noch ein gewisser Rabanus als Zeuge geladen ist? Ja, der wird gerade vernommen. Vernommen? Wozu denn der? Lass Sie entschuldigen, ja? Zeuge, bei Ihren früheren Vernehmungen, da haben Sie über das Aussehen des Täters widersprechende Angaben gemacht, allerdings nicht unter Eid. Heute haben Sie den Zeugeneid geleistet. Richten Sie sich darauf ein. Darf ich bitten? Wollen Sie nicht anfangen? Ich kam in der Nacht gegen 2 Uhr über den Marktplatz und sah dort einen... Ich sah jemanden, wie er über die Kette stieg und sich an dem Denkmal zu schaffen machte. Sie haben das Gesicht des Täters genau gesehen? Jawohl. Erkennen Sie den Täter wieder? Warum antworten Sie nicht? Sie gestatten. Bitte. Zeuge, sehen Sie sich doch bitte mal um. Ist der Täter hier im Saal? Sie müssen mich nicht ansehen. Schauen Sie sich doch mal um. Was gucken Sie denn ins Publikum? Ist er hier? Jawohl. Schön. Zeigen Sie ihn. Zeuge Rabanus, haben Sie nicht gehört, was der Herr Staatsanwalt Sie fragt? Doch. Aber ich möchte an dieser Stelle meine Vernehmung als beendet betrachten. Was möchten Sie?
Wann Ihre Vernehmung beendet ist, bestimmen wir. Herr Staatsanwalt, ich kann Ihnen das hier wirklich nicht auseinandersetzen. Aber wenn ich Ihnen aus ehrlichem Herzen einen Rat geben darf... Ich entsinne mich nicht, Sie um Ihren Rat gefragt zu haben. Im Übrigen lehne ich jede weitere Diskussion ab. Ich beantrage gegen den Zeugen Rabanus, das Zeugniszwangsverfahren einzuleiten. Wissen Sie, dass wir Sie zur Erzwingung der Zeugenaussage bis zu 6 Monaten in Haft behalten können? Mit 6 Monaten Haft ist mir nicht gedient. Aber wenn ich aussage, ist der Justiz erst recht nicht gedient. Das Gericht wird beschließen. Bleiben Sie ruhig hier. Ich habe es mir anders überlegt. Ich werde aussagen. Aber falsch. Was heißt das, falsch? Sie hören doch. Ich verweigere die Aussage nicht. Ich werde alles sagen und alles beantworten, was Sie von mir wissen wollen. Aber es wird nicht die Wahrheit sein. Dann werden wir Sie einfach so lange in Haft behalten, bis Sie richtig aussagen. Keineswegs, Herr Vorsitzender. Eine falsche Aussage ist immerhin eine Aussage. Und keine Zeugnisverweigerung. Aber durch diese falsche Aussage machen Sie sich des Meineides schuldig. Keineswegs, Herr Staatsanwalt. Denn ich sage es ja ausdrücklich vorher, dass meine Aussage falsch sein wird. Ich täusche niemanden. Aber das ist ja das ist doch lächerlich! Zeuge, denken Sie mal zurück! Bitte schauen Sie mal nach. Sie, Männchen, da kommen Sie nicht mit durch. Zeuge, kommen Sie mal wieder her. Sagen Sie mal, warum machen Sie uns solche Schwierigkeiten? Stehen Sie mit dem Täter in irgendwelchen persönlichen Beziehungen? Da haben Sie Mitleid mit dem Mann? Oh, jungen Herr, ihr seid ja viel zu gut für mich. Das hab ich nicht verdient. Macht euch wegen mir nicht unglücklich. Außerdem, Herr Vorsitzender, ist die Sache auch gar nicht des Aufhebens wert. Was soll das heißen? Weil nämlich der Täter, und das nehme ich hiermit ausdrücklich auf meinen Zeugeneid, offensichtlich stark betrunken war und in weitgehendster Maße mildernde Umstände verdient. Ja, mildernde Umstände. Ist das richtig? Sie waren bezecht? Bezecht? Blau wie ein Veilchen. Mit 12 Aspirin, Ballisch und die viele Körnchen. Und dabei nichts Ordentliches gegessen. Dann geben Sie also jetzt die Tat zu. Vielleicht, das kann ich allerdings nicht auf meinen Eid nehmen. War sich der Täter nicht mal darüber klar, was das für ein Denkmal war? Angeklagter, Sie kennen doch das Denkmal unseres allergnädigsten Landesherrn. Oh, und auf dem lasse ich nichts kommen. Ich war Füsilier bei den 39er und mein Hauptmann, der hat immer für mich gesagt, Schmitz 3 hat er gesagt, wenn alle Soldaten... Sie haben also gewusst, wen das Denkmal darstellt. Mit 20 Glas Bier und der Fielischer Bau. Und genau nichts gegessen. Sie müssen sich da irgendetwas gedacht haben. Für was haben Sie das Denkmal denn gehalten? Für was ich das gehalten habe? Och, eigentlich für nichts. Was heißt nichts? Oh, vielleicht für so eine allegorische Figur, wie man sie so hat. Für so eine Art Jöte. Oder wie man das nennt. Ruhe! Der Zeuge kann sich setzen. Wenn keine weiteren Anträge gestellt werden, beschließe ich die Beweisaufnahme. Herr Staatsanwalt, ich bitte. Die Angeklagte ist geständig. Wenn er allerdings glaubt, seine verwerfliche Tat mit sinnloser Trunkenheit entschuldigen zu können, so muss hier einmal mit aller Deutlichkeit ausgesprochen werden. Trunkenheit ist niemals eine Entschuldigung. Trunkenheit ist eigene, schwere Schuld. Die Tat des Angeklagten richtet sich gegen die erhabene Majestät unseres Landesherrn und hat in der Öffentlichkeit das größte Aufsehen und berechtigten Abscheu erregt. Wo geht es denn hier zur Kasse? Die Treppe runter, Parterre. Dankeschön. Sie müssen aber noch hier bleiben. Die Verhandlung ist noch nicht zu Ende. Das Gericht zieht sich zur Beratung zurück.
Die Behauptung des Angeklagten, er habe in seiner Trunkenheit das Denkmal nicht erkannt und für eine Art Goethe gehalten, ist ihm nicht hinreichend zu widerlegen. Bei Goethe aber ist es keine Majestätsbeleidigung, bei Goethe ist es nur grober Unfug. Es ergeht das Urteil dahin, der Angeklagte wird wegen groben Unfugs kostenpflichtig zu 3 Mark Geldstrafe hilfsweise einen Tag Haft verurteilt. Angeklagte, Sie nehmen das Urteil an? Ich danke auch schön. Die Sitzung ist geschlossen. Gratuliere, Herr Staatsanwalt. Ein schöner Erfolg. Wir haben nie daran gezweifelt. Das ist doch. Sagen Sie mal, guten Abend. Mein lieber Pasco, gestatten Sie, dass ich Ihnen diesen jungen Freund mitbringe? Ach, entschuldigen Sie bitte. Herr Rabanus, ich freue mich ja so. Na, und ich erst. Herr Rabanus? Gnädige Frau? Ich sehe, der junge Herr ist hier bereits bekannt. Umso besser. Wir verdanken ihm einiges. Und es sollte mich freuen, wenn sich seine Beziehungen zu Ihrem Hause noch weiterentwickeln würden. Ich würde es sogar, ich möchte fast sagen, im dienstlichen Interesse lebhaft begrüßen. Das verstehe ich nicht. Das sollen Sie auch gar nicht verstehen. Ja, Herr Rabanus, was ich sagen wollte, freut mich sehr. Sie sind Maler? Ja. Kunstmaler natürlich. Darf ich Sie mit meinen übrigen Gästen bekannt machen? Nee, Frau, Sie sehen? Das große Wunder. Ach, ich bin ja dem Schicksal so dankbar. Ich meine, ich müsste jetzt irgendetwas Gutes tun. Tja, das finde ich auch. Wie wär's mit einer kleinen wohltätigen Spende? Ja. Das sagen wir mal, um eine runde Summe zu nennen, vielleicht 3000 Mark? Ich verstehe. Darf ich ein bisschen mithören? Aber gewiss. Ich erzählte Ihrer Gattin gerade von Ihrer bevorstehenden Ernennung zum Oberstaatsanwalt in dem reizend gelegenen Städtchen Allenstein in Ostpreußen. Herr Rabanus, jetzt müssen Sie aber öfters zu uns kommen. Sie haben schon einmal du zu mir gesagt. Das darf doch keiner wissen. Aber unter uns bleibt es dabei. Ja. Jedenfalls bin ich froh, dass ich es geschafft habe. Ich war mit meinen Nerven derart herunter, Herr Oberstaatsanwalt, dass ich einmal fast auf den Gedanken gekommen bin, ich hätte es am Ende selbst getan. Ha 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 ha